Wir haben gestern hier drüben 60 Schädelbässe der Drakari erschlagen mit diesen dicken Dingern da. Und wir sollen noch 5 Geiselwagen zerstören. Also, hier ist ein Geiselwagen. Hier sollen wir da drauf. Hä? Das ist doch ein Geiselwagen, oder? Ach, das ist ein. Nee, das ist ein Geiselwagen. So, die können wir einfach so jetzt machen. Müssen halt immer hoffen, dass wir schnell genug sind, bevor hier irgendwas anderes kommt. Ja, diese 10 Sekunden Abklingzeit sind auch wieder der größte Schwachsinn, den es gibt. Warum 10 Sekunden? Ich verstehe es halt nicht. Warum 10 Sekunden Abklingzeit? Damit die Leute nicht so schnell questen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Och Leute, diese scheiß Seuchenwachen immer, die einfach au irgendwo auftauchen. Nervt mich nicht. So, einen brauchen wir noch. Ja, genau. Da ist noch einer. Und Quest auch fertig. Dann können wir jetzt unsere Verkleidung wieder anziehen. Gehen einmal wieder hoch zu Trakuku. Geben die Quest ab. Und wir müssen dann noch das Geheimnis von Trakuru enthüllen. Was ihr Was wollt, danach kommt. man sieht's. Enthüllung. Trakuru in Voltarus möchte, dass ihr den Teleporter benutzt, der in sein oberes Gemach führt. Mögen die Geister mit Alles euch klärchen. So, wir haben das Zepter der Dominanz bekommen. Wir müssen jetzt einmal hier hoch. Das ist wie Naxxramas. Außer dass hier keine Kugel ist. Wir müssen einfach nur hier drauf. So, und jetzt sind wir hier oben. Und müssen jetzt. Jetzt muss ich überlegen. Lüfte Trakus Geheimnis. Ach, hier, modriger Sarg. Genau. So, einmal hier draufklicken. Mal Mortis. Ah, da seid ihr ja. Der Meister hat uns schon gesagt, dass ihr bald eintreffen würdet. Bitte folgt mir. Es gibt viel für euch zu sehen. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Ihr seid der erste der Kandidaten des Herrn, dem unsere Arbeiten gezeigt werden. Die Dinge, die ich euch jetzt zeigen werde, dürfen niemals außerhalb von Voltarus erwähnt werden. Die Welt wird unser Geheimnis schon bald genug erfahren. Hier befinden sich die Lager für unsere Seuchenkristalle, ohne die unser Projekt nicht möglich wäre. Ich höre, dass wir euch den Großteil unserer Vorräte zu verdanken haben. Erzähl mal ein bisschen mehr. Ich will mehr wissen. Noch eine runter.
bitte nicht die Verkleidung versagen. Hier seht ihr ein paar der Trolle, die uns dank eurer Hilfe auf dem Schlachtfeld in die Falle gegangen sind. Meisterliche Arbeit, wirklich. Wir denken, es wäre das Beste, sie hier zu positionieren, wo sie ihr bevorstehendes Schicksal vielleicht akzeptieren können. Dies ist ihr Schicksal. Die Seuche sickert langsam in ihre Körper und Schritt für Schritt werden sie auf ihre Umwandlung vorbereitet. Diese spezielle Vorbereitung gewährt ihnen einzigartige Kräfte, sehr viel mächtigere, als sie sie anderweitig je erfahren hätten. Bald schon wird der Herr ihnen die dunkle Gabe gewähren, welche sie in die Lage versetzen wird, dem Lichtkönig in alle Ewigkeit zu dienen. Bleibt so lange, wie ihr möchtet, Lakios. Ruhm den Früchten eurer Arbeit. Für die Erfüllung der Pläne des Herrn war euer Einsatz von unschätzbarem Wert. Möge eure Macht ewig wachsen. Macht es gut. Alles klar, also wissen wir jetzt, dass hier die gefangenen Häuptlinge der Drakari zu solchen Trollen umgewandelt werden. Das sind Level 77er Elite mit 200.000 Leben und die hier haben gerade mal 6.637 Leben. Lass mich hier raus, Mann. Tut mir leid, ich habe keinen Schlüssel. So, wir können jetzt hier bleiben, solange wir wollen, aber hier gibt es nichts weiteres zu sehen. Wir gehen jetzt einmal wieder hier auf die Plattform. Gehen zu Oberanführer Drakuru. Geben die Quest Grüße. Ab. Moment, was stand da? Vorsichtig. Die Häuptlinge der Drakari liegen in Ketten. Bald. So, Enthüllung. Gut, dann gehen wir jetzt einmal wieder nach unten. Rufen einmal Stefan zu uns. So, dann nimm mal die Quest hier an. So, 5,37. Das ist das teuerste. Keine Ahnung, warum hier ein Fragezeichen ist. Verrat. Stefan in der schwarzen Wacht möchte, dass ihr Drakuru besiegt. Es gibt noch viel okay. zu tun. Und wie sollen wir das machen? Hä? Ganz ruhig. Was ihr wollt. So, ich habe auf deine Rückkehr gewartet. Was hat dich so lange aufgehalten, Mann? Es ist Zeit, die Konvertierung des solchen Bluts zu beenden. Schließ dich mir an und werde Zeuge der Erschaffung unserer Armee. Ich bin bereit. Bringt einen solchen Blutroll unter eure Schau, Kontrolle. Mann. Wir machen die größte Geiselarmee, die es jemals gab. Das ist erst der Anfang. Wir werden wieder Wind überzeugen. Uiui. Das ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Was wird hier gespielt? Für diesen Betrug zahlst du dein Leben, Mann. Hallo? Boah, scheiße. Hallo? Heilung. Auf mich? Nein, nicht auf den. Auf mich! Narr, du hättest große Macht haben können, Mann. Ich muss mich heilen. Da. Nein. So, mach mal das hier. Das hier. Müssen, dass man niemals niemanden traut. Ja. Werf du nur.
Werf du nur einmal den solchen Troll heilen. Müssen, dass man niemals niemanden traut. Ich glaube, ich muss mal einen neuen holen. Nein. Schatz. Du stirbst jetzt. Da, den hier. Ich hasse es. Ich sag dazu jetzt nichts. Warum muss diese Scheiß Geiselverkleidung genau zu dem Zeitpunkt versagen, wenn wir angreifen müssen? Das ist zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also nochmal probieren. Gott sei Dank sind wir dann mit dieser beschissenen Questreihe fertig. So, dann jetzt nochmal. Ja, er hat natürlich alles vergessen, was wir eben gemacht haben. Grüße. Schau mal. Wir machen die größte Geiselarmee, die es jemals gab. Das ist erst der Anfang. Wir werden wieder Wind über Zuldrak fegen. Was wird dir gespielt? Für diesen Betrug zahlst du dein Leben, Mann. Ja. Ich hätte wissen müssen, dass man niemals niemanden traut. So, wir müssen jetzt eigentlich die ganze Zeit nur hier schön im Kreis laufen, ab und zu unseren Seuchentroll heilen. Ich hab dich nie gebraucht, Mann. Ja. Ich kann Zuldrager ohne deine Hilfe vernichten. Sollen wir hier jetzt helfen? Ja, das wird nichts mit dem Helfen. Ich glaube, wir müssen warten, bis der tot ist und dann direkt den nächsten beschwören. Mit dem Schicksal den Rücken zudrehen, Mann. Du stirbst jetzt. Nein, das werde ich nicht. So, jetzt direkt den nächsten. Narr, du hättest große Macht haben können, Mann. Ja, mach du nur. Genug mit dem Schicksal den Rücken zudrehen, Mann. Du stirbst jetzt. So, wir warten jetzt, bis er das nächste Mal geworfen hat und dann gehen wir nochmal an ihn ran. Beziehungsweise, wenn er betäubt wurde. So, dann darfst du jetzt weitermachen. Boah, scheiße. Wir sind ja fast tot. Du stirbst jetzt. Narr, du hättest große Macht haben. Ja. Halt einfach die Klappe. Und stirb. So, das war's. Dieser dumme Verrat kostet dich dein Schicksal. Das glaube ich nicht.
Ach, guck mal an. Der Lichtkönig. Meister, dieser sterbliche Abschaum will uns reinlegen. Dafür sollen sie leiden. Ihr habt versagt, Drakuru. Ihr solltet leiden. Seid froh, dass euer Tod ein schneller sein wird. Ah ja. Was euch angeht. Ja, bitte. Hä? Was bist du? Ich verschone euer unbedeutendes Leben als Belohnung für diesen amüsanten Verrat. Vielleicht steckt ja noch ein Funke Potenzial in euch. Jo, du mich auch. Du wirst eh von uns demnächst gelegt. Bei unserem nächsten Treffen kommt ihr nicht so leicht davon. Ja, genau. Ich habe dem Lichtkönig widerstanden. Ich bin bereit. So, wir sind jetzt wieder unten. Wir fliegen jetzt einmal, um die Quest abzugeben. Und dann war's das für heute. Ich muss mal gucken, ob ich dann noch eine Folge aufnehme. Weil mein Junior, der müsste eigentlich jeden Moment schreiben, dass wir anfangen können zu spielen. Also wir wollten, er spielt momentan Todesritter, ich spiele Magier. Wir sind beide Level 67, wollen auf jeden Fall noch die 68 heute machen. Vom Raid, dass wir nach Nordend können. Wir sind hier fertig. So was nehmen wir denn? Oh. Oh. Verbesserung. Ich würde den hier nehmen. Wir werden uns sehr schön. Bekommen. Und damit sind wir hier an der schwarzen Wacht fertig. Wir werden dann morgen hier zur Agentumwache fliegen und da weiter questen. Wir sind momentan bei wie viel? Das kannst du jemand anderem erzählen. 31? Wir haben doch mehr als 10 Quests jetzt in den letzten 3 Folgen gemacht. Keine Ahnung. Erst 31? Ja, egal. Gut, wir machen dann morgen hier weiter.